noch? Ja. Kann das jemand anders machen? Ich werde voll rot. Kannst du mal aufstehen kurz? Hallo, ich heiße Isabel Meinhardt und spiele in Grünberg bei den Bender Baskets Basketball und unterrichte an der Theo Koch Schule Grünberg Mathe und Sport. Wie vereinbarst du Job und Basketball? Ich plane sehr gerne und auch unter Leistungs- oder unter Zeitdruck funktioniert das immer ganz gut. Und dadurch kann ich alles ganz gut managen. Was ist oder war dein Traumjob? Mein Traumjob, ich hatte drei. Ich hatte das Vergnügen zu unterscheiden zwischen Physiotherapeutin, Basketball und Polizei und auch Lehrerin. Und am Ende wurde es dann durch auch Praktika dann doch der Lehrerjob. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in 3 Jahren? Beruflich hoffentlich bei der Beamtenstelle, jetzt nicht nur Angestellte. Und basketballerisch hoffe ich, dass ich noch weiter alles spielen kann, auch noch zweite Basketball-Bundesliga oder dann halt in die zweite Mannschaft in die Regio oder Oberliga gehen. Würdest du dir als Lehrerin eine Art Jobbörse wünschen? Auf jeden Fall. Ich fände es gut, dass man die ganzen Jobs nicht nur in der Jobbörse findet, sondern auch als Lehrerin eine Plattform hat, wo man sagen könnte, hier, ich unterrichte Sport und Mathematik, das passt, die Schule passt zu mir und sich da dann zu bewerben und dann dieses Spezielle auf einen zugeschnitten bekommt. Nehmen wir zum Abschluss noch einen Glückskeks. So, erst auf Deutsch. Deine Freundlichkeit gegenüber einem anderen wird nicht vergessen. In Englisch, your kindness against another person is unforgettable. Spanisch, la tua geniticea verso un altra persona non vera dimentica. Und Holländisch, je Friedenheit ten opzische van anderen saldit. Verrentin worden. Danke, Isabel. Danke.